Und Leute, ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Age of Mythology in der Extended Edition. Im letzten Part haben wir mit dem neuen Atlantis angefangen und heute steht die Wiedergeburt von Atlantis auf dem Plan. Wow! Sie sehen aus wie Atlanta? Seht nur, ihr seid wahrlich gesegnet, Krios, dass euch ein solcher Ort gezeigt wurde. Die Götter sind Atlantis gnädig, aber nicht die Götter des Olymps. Was? Seht, das Symbol auf der Pforte, das uns hierher brachte. Das ist das Zeichen des Titanen Uranos. In der Nähe unserer Siedlung ist einer seiner Tempel. Daneben ist einer von Kronos. Die Zeichen sind eindeutig. Dies sind die Götter, die uns hierher führten. Ihre Tempel sind überwuchert. Wir sollten sie als Zeichen unserer Dankbarkeit wiederherstellen. Das dürfen wir nicht. Krios hat recht. Es ist Kastor, Sohn des Akanthos. Was hat Zeus für uns dort schon getan? Uranos hat uns zumindest hierher geführt. Wir sollten besser ihm huldigen, als ganz ohne Schutz zu sein. Er hat recht. Schau, sie gehen in den Tempel des Uranos. Wir müssen sie aufhalten. Sofort! Hör den Mund, dreckiger griechischer Speer. Lasst uns diese Tempel zurückerobern und Atlantis wieder aufbauen. Achso, ist fast kaputt. Reparieren Sie die alten Tempel Uranos und das Kronos, okay? Kastor, wir haben gerade genug Rohstoffe zum Aufbau der Tempel. Danach müssen wir mehr sammeln. Danach werden wir mehr sammeln. Danach. So, ihr beiden. Ihr fangt besser an, Nahrung zu sammeln. Oh nein, Angreifer! Na gut. Wir spielen jetzt den guten Uranos. Und wir haben den coolen göttlichen Zauber. Und kann ich eigentlich jetzt nicht den Zeitalter dran? Ich kann eine zweite. Oh, komm schon, noch ein bisschen Nahrung. Komm schon. Yes! Oh mein Gott, das ist... Wisst ihr, das linke Zeitalter nehme ich nie. Wobei die Pflanze ganz cool ist. Da hat man so eine Pflanze, die permanent dann immer da ist. Das ist ganz cool. Aber hier, der Zauber Heldenmut. Der macht das einen Haufen von meinen... der Soldaten und Dorfbewohnern einfach zu Helden werden, was, wie ihr wisst, die Spezialität von den Atlantern ist. Und die Prometer sind unglaublich coole Einheiten. Warum sie so coole Einheiten sind, werdet ihr dann schon sehen. Oh, ich kann sie jetzt zu Helden machen. Yes! Ja, ihr werdet schon sehen, warum die Prometer unglaublich coole Einheiten sind. Das werdet ihr in einer späteren Mission erfahren. Ich möchte noch nicht allzu viel vorwegnehmen. Okay, gut. Und das ist übrigens eine Druckwelle, der Zauber hier. Oh nein, es sind Speerträgermänner. Oh nein. Oh nein, und er hat einen Bogen. Er ist vollkommen außer Kontrolle. Willst du bitte wieder Gold sammeln? Und du bitte auch? Was ist denn los mit denen? Ich hab... vielleicht sollte ich die Tempel echt reparieren. Ich habe nicht gerade so das Gefühl, dass vielleicht ein böser Schuft versuchen könnte, diese Tempel kaputt zu machen. Ich glaube, es würde mir nicht so ganz gefallen, wenn das jemand versuchen würde. Kann ich darum bitten, dass das niemand versucht, bitte? Ja. Dankeschön. So. Oh, ich habe sogar zweimal Heldenmut. Also mit den zwei göttlichen Zaubern funktioniert übrigens so, dass man immer dann so einen Cooldown hat. So, machen wir das mal drauf. Yeah! Und ein paar wurden zu Helden, seht ihr das? Wir haben coole Helden am Start. Yay! So, und du... Bürger, Held. Oh, du kannst Himmelsporten bauen. Verdammte Scheiße. Weißt du was? Du baust den anderen Tempel. Den anderen überwucherten Tempel auf. Ich meine, du bist... wie schnell baut ihr? Ich glaube nicht, dass da wirklich ein Unterschied zwischen euch beiden ist. Ich glaube, ihr seid ungefähr gleich schnell. Aber trotzdem. That's that. So, Tempel kann ich vermutlich sonst keinen bauen. Nee, kann ich nicht. Und du kannst keine Nahrung mehr sammeln. Das heißt, du setzt dir einfach ein Feld irgendwo hin. Weil es vollkommen egal ist, wo sie ein Feld hinsetzen. Denn sie müssen nur wohin laufen. Das wisst ihr ja. Gott, die sind so gut, diese Dorfbewohner von den Atlantern. Meine Fresse. Das ist einfach der Shit. So, überwucherter Tempel. Bist du jetzt fertig? Oh, der Tempel des Kronos wird der erste sein. Sie ist echt bösartig aus Kronos. Komm, der ist fertig gebaut. Du kannst aufhören zu hämmern. Ein Behemoth! Hallo! Das ist übrigens so eine Belagerungswaffeneinheit quasi.
Und bauen kann ich da nichts. Das ist so uncool. Dann warten wir noch, bis der Tempel fertig ist. Also ihr seid Team 1. Ich glaube, das ist auch mein einziges Missionsziel bisher. Ja, Tempel reparieren. Ich vermute mal, da wird noch ein zweites dazukommen. Ansonsten ist das eine sehr kurze Mission. Und warum stellt ihr euch so breit, wie ihr nur könnt, auf? Tempel sind repariert, Krios. Ey, Tempel repariert. Richtet eine Stadt und schreitet sie zum klassischen Zeitalter voran. Ich bin dir weit voraus, liebes Missionsziel. Spiel. So, zerstören sie die 4 Militärakademien jenseits der Schlucht. Ihr habt eine Menge Shit am Start, oder? Und auch wieder die Holzmauern. Buh! Leckt mich doch mit euren scheiß Holzmauern. Was denkt ihr, wer ihr seid? Holzmauer. Kommen die mit ihren Holzmauern an? Was für Idioten. So, du brauchst jetzt das hier. Warum auch immer ich 2 Leute für Gold habe und nur einen für Nahrung. Weißt du was, du wirst auf Nahrung umgeswitcht. Scheint mir aktuell hilfreicher zu sein. Und dann baue ich noch 2 weitere. Gott, braucht die lang, bis sie gebaut werden. Aber es ist auch wert. Muss man ganz klar sagen. So, ich vermute, hier ist noch eine Siedlung. Stören sie 4 Militärakademien, bla bla. Die Griechen werden die Schlucht mit allen Mitteln verteidigen. Zerstörer sind optimal geeignet, die Gebäude in der Schlucht zu zerstören. Zerstörer, so. Sie können im heroischen Zeitalter im Palast ausgebildet werden. Ah ja, die haben so Soldaten, die stark in Gebäude sind. Das ist nett, vor allem, weil man die auch zu Helden machen kann. Ihr seht, dass man Leute zu Helden machen kann. Das ist der Shit. Würde ich fast sagen. Und hier haben wir wieder ein gutes Stück neue Helden. Schön. So, du baust jetzt... ich glaube, jetzt brauchst du noch keine Waffenkammer. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Holz brauchen. Du gehst mal mit zum Gold. Haben wir 2 Leute, die überall was machen. Das heißt, den nächsten lassen wir noch ein Feld anlegen und dann haben wir, glaube ich, erstmal sogar genug. Tatsächlich. Landische Bürgerhelden sammeln Rohstoffe und errichten Gebäude. Sie benötigen keine Lagerplätze. Okay. Sind die überhaupt dann schneller, wenn ich sie zu Helden mache? Ich weiß gar nicht. Ich sage einfach mal ja und mache ihn zu dem Helden. Ich meine, ich weiß nicht wirklich, ob es was bringt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es was bringt, beziehungsweise ich wollte immer das Gefühl haben, dass es was bringt. Ja, jemand wird schon wissen, was es was bringt. Und wenn nicht, dann wird mir irgendjemand schon erzählen, was es bringt, ohne es zu wissen und mich damit anlügen. So ist es immer. Ja, wenn ich nach was frage, dann ein paar Leute wissen, erzählen mir dann, wie es ist, obwohl sie es selber nicht wissen. Man weiß nie, wie man glauben kann. Willkommen im Internet. So, was haben wir eigentlich als für Einheiten? Fanatiker und Arkus, stark gegen Infanterie und mythische Einheiten. Infanterie, stark gegen alle regulären Nicht-Bogenschützen, okay. Das ist ziemlich gut. Und du bist? Genau, du bist der gewesen, das war der Fanatiker. Okay! Das heißt, als nächstes bauen wir eine Waffenkammer. Ich traue mich gar nicht, hier mich weiter auszubreiten. Ja, shit! Die Felder wären gar nicht nötig gewesen. Wir haben hier noch jede Menge Shit. Egal. So, nächstes Zeitalter braucht... noch eine Menge. Nächstes Zeitalter braucht noch eine Menge. So, bauen wir mal das Teil hier. Damit ich vielleicht mal machen kann, dass ihr schneller Shit abbaut. Ich meine, das sollte auch möglich sein hier. Was ein bisschen OP ist, wenn sie noch schneller Rohstoffe abbauen können, aber ich will mich mal nicht beschweren. Ich meine, warum sollte ich? Das wäre eine ziemlich dumme Beschwerde. So, ich finde es nicht gut, dass meine Einheiten so schnell Rohstoffe abbauen. Ja, finde ich auch nicht gut. Das ist voll scheiße. Dorfwunder sammeln Nahrung von Feldern schneller. Nehme ich. Sammeln Holz schneller. Nehme ich nicht. Nee, ihr kostet. Ja, sammeln Gold schneller doch und komm, sammeln Holz schneller auch. Komm, wir gönnen uns das jetzt richtig. Wir gönnen uns das jetzt richtig. Und du kannst währenddessen eigentlich auch ein paar Berry-Bushes abbauen. Wobei, wir brauchen mehr Herrenhäuser. Mein Einheitenlimit ist nämlich ziemlich hart an der Grenze fast. Und obwohl ich gesagt habe, ich traue mich nicht, mich hier weiter auszubreiten, breite ich mich hier weiter aus. Und seht ihr die Holzfäller? Wie geschmeidig die unterwegs sind, wie sie sich überall hier ihren Weg durchplanen. Weil ich glaube, da werden sie, oder durchpflügen oder durchfällen, was auch immer. Ich glaube, zu den Bäumen werden sie nicht rüberkommen. Das ist zu weit entfernt.
Leider. Aber hey, muss man sich nicht so sehr um alles kümmern, weil die ein Stück weit selbstständig sind. So. Haben wir jetzt genug Nahrung? Nein, noch nicht, aber es geht schnell. Es geht halt echt schnell. Haben wir gleich genug Nahrung. Wundervoll. Und du kannst jetzt am Berrybusch was sammeln. Du hast sonst eh nichts zu tun. Also starr mich nicht so an. So, und da unten müssen wir im Grunde nur hinstürmen und die vier Teile kaputt machen. Mir wurde gesagt, dass die Fanatiker dafür gut sind, aber die Behemoth-Männer da, die sind auch echt gut. Kann es sein, dass ich keine Tempel bauen kann? Ja, das kann sein. Yeah. Weiterentwicklung hilft ihre Kavallerie. Weiterentwicklung begünstigen ihre... Ich habe keine Ahnung, was ist das? Lässt an gewünschten Stelle einen Baum wachsen, in dem Dryaden... Oh, das ist so gut. Wir machen das, wir machen die Thea. Die gute Thea. Oh, und wisst ihr, wie die Atlanta Gunst bekommen? Je nachdem, wie viele Dorfzentren sie haben, bekommen sie mehr Gunst. Also, es wird quasi permanent Gunst erzeugt, ohne dass irgendwas wichtig dafür gemacht wird. Und es geht immer schneller, je mehr Dorfzentren man hat. Ich vermute, deswegen kann ich auch ein zweites einnehmen. Behaupte ich einfach mal. Verdammte Scheiße, ihr sammelt die Rohstoffe halt echt schnell. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Dann können wir uns noch eine Runde Helden gönnen hier, wenn ihr eh so gut unterwegs seid. So, und jetzt kann ich auch gleich einen Palast bauen. Wundervoll. Die Holzfäller bahnen sich ihren Weg hier rüber. Meine Fresse. Die sind Genies. Wahnsinn. Da muss ich gar nichts mehr selber machen, weil die so schlau sind. Nee. Geh weg. Geh weg, du böser Mann. So, höre er bitte auf, meinen Dorfbewohner zu pieksen. Ich warne dich, hör auf, ihn zu pieksen. Meine ich ernst. Fick dich! Hör auf, ihn zu pieksen, habe ich gesagt. Idiot. Einfach weggehauen. Wundervoll. Das heißt, wir können jetzt einen Palast bauen. Wisst ihr was? Den baue ich hier hin. Bevor du einen Palast baust, mache ich dich noch zum Helden. Und jetzt bist du bereit, einen Palast zu bauen. Okay, und da können wir dann die erwähnten Fanatiker ausbilden. Und das wird ganz herzallerliebst. So, hatten wir hier... Ja, hier kann ich noch mehr Einheiten ausbilden. Was haben wir denn da? Stark gegen Infanterie, bla 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 bla. Nehmen wir ein paar von denen. Fünf. Ihr Holzleute, ihr seid beide Helden. Nee, du bist kein Held. Machen wir dich zum Helden. Oh, von euch ist auch keiner ein Held. Dann machen wir euch auch zu Helden. Mehr Nahrung, bitte. Ich möchte mehr Helden machen. Ah ja, und ich habe den Baum der Dryaden. Der gute alte Dryadenbaum. Das heißt, den kann ich hier irgendwo hinsetzen. Wenn ich irgendwo Platz habe. Sagen wir, hier setze ich den hin. Und an dem Baum kann ich jetzt Einheiten ausbilden. Ist ja Shit, oder? Oh, die kosten nur Gold. Oh mein Gott. Oh, ich kann nur 5 Stück ausbilden. Aber hey, trotzdem. Also hier bei dem Atlantis bzw. Titans Addon, da merkt man, sie haben sich Gedanken gemacht, was man noch alles ändern kann. Gibt es einige coole neue Änderungen und Features. Ein Bogenschütz mit mehr Lebenspunkten, was auch immer. Verleiht mehr Angriffsstärke, besonders gegen Gebäudesoldaten will ich auch. Infanterie, mittlere Infanterie, gib mir das auch. Gib mir alle Upgrades, die du mir geben kannst. Und hallo, ihr Dryaden. Hallo. Ihr seid gar nicht mal so günstig weiterzuentwickeln. Wer greift da an? Ihr hört halt echt nicht auf, oder? Da will jemand nerven. Und er macht seinen Job gut. Okay. Komm, gehen wir da runter. Ich glaube, wir müssen mal dieser komischen Schlucht, von der ich so viel gehört habe, einen Besuch abstatten. Ich habe das Gefühl, dass... Ich glaube, der wird sterben, der Dorfbewohner. Der war teuer, der war sogar ein Held. Und das war mein Herrenhaus. Das wollte ich noch behalten. Ihr Arschlöcher. Oh mein Gott, er lebt noch. Okay, cool. Er hat überlebt. So. Ach, du warst der Dinge baut. Ja, okay. Dann, nee, weißt du, du brauchst gar nichts. Naja, wobei, du brauchst noch so ein Herrenhaus. Man kann ja nie wissen. Die anderen, ihr bereitet euch langsam darauf vor, loszustürmen. Und wir gönnen uns einfach mal ein gutes Stück Helden. So.
Seid ihr alle Helden geworden? Regeneriert ihr eure Leben als Helden? Nein, tut ihr nicht. Okay. Also nicht allzu clever, alle zu Helden zu machen. Naja. So, warte mal. Hier haben wir... Wow, eine Reliquie! Ich finde es schön, wie du es ausgesprochen hast, Dummbatz. So, komm schon. 300 Holz brauche ich. Komm schon, yeah! Shit, und 300 Gold. Ja, kümmern wir uns später darum. Kümmern wir uns später darum. Ich glaube, wir gehen einfach mal Richtung, Richtung Schlucht davor. Um dann das Lager eventuell zu erreichen und kaputt zu machen. Denn das wäre doch eine ausgezeichnete Gelegenheit, Dinge kaputt zu machen. Wenn wir eine Gelegenheit haben, Dinge kaputt zu machen, dann meine Güte. Diese Helden, sie sind alle so strahlend. Sie sind richtig fancy hier. Und ja, wenn wir Gelegenheit haben, was kaputt zu machen, ist es gut, weil ich gerne Dinge kaputt mache. Irgendwie sowas wollte ich sagen, ich weiß ja nicht mehr was. Die wilden Atlanta? Nenn mich nicht wilden Atlanta. Und du denkst echt, dass ich den Turm nicht kaputt bekomme? Denkst du wirklich, dieses bisschen Holz wird dich schützen? Du Idiot! Stirb! Er hat mich wilden Atlanta genannt. Warum sagt ihr überhaupt wilde Atlanta? Wir sind viel weiter fortgeschritten als ihr. Wir haben viel coolere Dinge. Warum greift mir das Haus da an? Ihr habt nicht mal ein scheiß Dorfzentrum. Aber ich muss sagen, eure Berrybushes da, die habt ihr sehr schön in einer Reihe gepflanzt. Das muss man euch erlassen. Komm, pflanzen wir so einen Baum hin. Ich weiß nicht wirklich warum, aber ich hab's jetzt einfach mal gemacht. Hey, da ist noch ein Tempel. Ich vermute, wenn ich den reparieren würde, würde ich wieder eine coole Einheit bekommen. Aber ich vermute, dass es keinen Unterschied macht. Deswegen gehen wir einfach weiter. Oh, und wir haben die Druckwelle noch gar nicht eingesetzt. Diesen coolen göttlichen Zauber hier. Das muss ich auch noch machen. Machen wir hier. Fickt euch. hätte man besser timen können, zugegeben. Hätte man besser timen können. Nein, würden wir nicht. Weil wir es auch einfach kaputt machen können. Warum sollte ich eine Himmelspforte hier bauen, wenn ich auch einfach die Gegner komplett überrennen kann? Meine Soldaten sind scheiß stark. Ich weiß nicht, ob euch das allen bewusst ist. Liebe andere Leute, die mir hier Tipps geben, wie ich das hier am besten machen sollte, aber... Ihr habt eine gute Truppe an Soldaten. Und mein Held ist noch nicht... Und es ist noch nicht wirklich ein Held gefallen, glaube ich, so ziemlich. Ja, zerstören wir die vier. Ey, ich sehe da kein Problem eigentlich. Habe ich auch das Gefühl, dass das noch nicht das letzte Missionsziel hier ist. Fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Das ist meine Intuition. Okay, und ihr beiden, ihr greift jetzt die Scheiße an und ihr Bogenschützen. Ihr kümmert euch um die Soldaten. Die denken, sie können meine Behemoth-Männer angreifen. Warum brechen wir durch die Schlucht? Wir sind schon lange hier durchgebrochen. Ja, da war noch eine Mauer. Da war noch eine Mauer. Hab ich gar nicht gesehen. Ha. Erstaunlich. So. Habt ihr so alles kaputt? Dankeschön. Oh, fuck, die Stadt. Okay. Zerstören Sie das griechische Dorfzentrum. Ja, ich glaube, dafür bin ich noch nicht bereit. Das heißt, du hast Glück. Denn, naja, da war noch was. Denn du wirst mir hier ein Dorfzentrum errichten. Ich meine, mit deinen zwei Leben bist du sowieso der heldenhafteste Dorfbewohner von allen. Er ist dir hoffentlich bewusst. Die anderen sind nicht halb so heldenhaft. So, gib mir die Scheiße und dann... Gib mir die andere Scheiße. Einfach mal alles kaufen. Einfach alles kaufen. Dann will ich auf das... Weißt du was? Scheiß auf das Dorfzentrum. Das will niemand. Wir wollen den hier. Gib mir den Tempel. Da bekomme ich nämlich eine Gratis-Einheit, glaube ich. Und ich hätte gerne eine Gratis-Einheit. Und meine Rohstoffe sehen immer noch echt gut aus. Das ist eine Menge, was wir da haben. So, und das, wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen, nehme ich an. Mann, was für eine Trefferquote. Wahnsinn. Und hey, ihr greift die Mauern gar nicht wie blöd an. Aber das finde ich ehrlich gesagt schade, weil ihr dürft die Mauern wie blöd angreifen. Ich meine, ihr habt sonst eh nichts zu tun. Greift die Mauern an. Was wollt ihr sonst den ganzen Tag machen? Ich sehe schon, ihr wollt gar nichts machen. Ja, es wird ein bisschen dauern, wenn die Behemoths da nicht rankommen. Oder Behemoth, oder wie auch immer. Das wird dann ein bisschen dauern. Holzfäller sind noch am Werk. Wer greift da an?
Entschuldigung, willst du bitte aufhören damit? Würdest du bitte aufhören? Okay, hört auf, die Mauer anzugreifen. Wir haben fast den Bogenschützen verloren, weil ihr so enthusiastisch die Mauer angegriffen habt. Hört bitte auf. So, überwucherter Tempel des Uranos. Oder wie ich auch gerne sagen, Uranos. Der Tempel ist fast wieder aufgebaut. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hätte sogar darüber stürmen können. Ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht losstürme. Ich weiß nicht mal, auf was ich hier gerade warte. Auf eine einzige Einheit, die ich vielleicht aus dem Tempel herausbekomme. Ich glaube nicht, dass die uns den Arsch retten wird. Außer es ist eine wirklich coole Einheit. Mal schauen, was es wird. Ah. Ah. Ich meine, es ist keine schlechte Einheit, aber... Ah ja, die können sich regenerieren. Das ist cool. Warum könnt die anderen euch nicht regenerieren? Nehmt euch mal ein Beispiel an ihm. An ihnen. Gott, bist du langsam. Also jetzt Zeit, Alter. Kein Stress. Wir warten hier, bevor wir losstürmen und unsere Heimat retten. Ist ja nicht so das Wichtige, was wir hier machen. Dem ist ja nicht so. Kommst du bitte? Könnt ihr bitte aufhören, eure komischen Soldaten die ganze Zeit herzuschicken, die nur versuchen, meine Armee zu trennen, um sie auseinanderzubringen und angreifbar zu machen? Hört auf damit. Das finde ich nicht gut. Leck mich, Bogenschütze! Du versuchst ja gerade den Baum mit dem Pfeil und Bogen kaputt zu machen. Trottel! Und du? Ich weiß gar nicht, was du versuchst, also du stirbst. Ja, siehst du? So, Dorfzentrum. Jetzt die Frage. Wollen wir unsere Zeit noch mit irgendwelchen Gegnern hier verschwenden und irgendwelchen anderen Gebäuden? Oder wollen wir direkt zum Dorfzentrum gehen? Wisst ihr, was wir machen? Wir greifen hier jetzt einfach mal die an. Und die drei Behemoths. Die gehen straight rüber zum Dorfzentrum. Sobald sie einen Weg gefunden haben, dahin zu gehen. Meine Güte, ihr habt es aber echt wichtig mit euren Bärenbüschen hier, kann das sein? Komm schon, ihr Behemoths. Ihr findet den Weg. Leckt mich. Komm schon. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Vielleicht sollte ich diesen Kampf hier mal so ein bisschen im Auge behalten. Ah, es sind Bogenschützen gegen Bogenschützen. Die Triaden würdet ihr bitte... Na, das Dorfzentrum geht kaputt. Na, das Gerücht stimmt. Sind tatsächlich Atlanta. Fick dich, Zeus. Shit, das war's noch nicht. Ah, die Griechen ziehen sich zurück. Wundervoll! Waffenstillstand haben sie gemacht. Die Idioten. Die letzten von ihnen ergreifen die Flucht. Krios, das waren Griechen. Warum sollten sie uns angreifen? Gute Frage. Warum auch immer, das war Frevel. Sammelt eure Truppen, Kastor. Ein Krieg ist im Augenblick unmöglich. Ich werde die Griechen mit einigen Männern verfolgen. Doch bevor wir sie angreifen, will ich wissen, warum ein alter Verbündeter uns plötzlich angreift. Verdammter Kastor, er will zu viel wissen. Aber gut, wie es ganz weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Age of Mythology. Titans. Und ich hoffe, wir kommen dann langsam zu den namensgebenden Titanen. Das wäre herzallerliebst. Ja, bis dann. Gute Nacht.